Fasti. Ja, dann fangen wir direkt mal mit an. Heute nur zu dritt. Die wurden natürlich dabei und der Markus. Ja, Sabrina hat sich heute leider abgemeldet. Die ist arbeitstechnisch verhindert. Aber demnächst hoffentlich wieder mit am Start. So, was machen wir heute bauen, würde ich sagen. Weil alles andere bringt ja nichts. Erkunden werden wir nicht machen, wenn wir nicht vollständig sind. Und wir sind durchgehend vollständig. Wir haben einen festen Trupp, mit dem wir arbeiten werden. Deswegen. Genau, wir bleiben zusammen, denn wir haben uns ganz dolle lieb. Ja, wir werden nämlich auch demnächst, wenn The Forest durch ist, mit einem neuen Spiel weitermachen. Dann geht es nämlich weiter mit Ghostwicken Wildlands und dann nach 7 Days to Die. Also, wie gesagt. Aber hier haben wir noch ein bisschen was. 100 Folgen wollen wir ja machen. Beziehungsweise mit der 100. Folge wollen wir dann abschließen, das Spiel. Und so. Du hattest ja, glaube ich, auch mal angedeutet, dass wir auch mal gucken können, dass wir uns die Projekte der anderen angucken. Also bei mir läuft relativ... War so angedeutet. Ja, das genau. Was, wir wollten eigentlich tatsächlich dann irgendwann mal ein bisschen Spezialfolgen machen. Dann wollten wir nämlich mal die anderen hosten lassen, weil das läuft ja hier bei meinem Host. Deswegen wollen wir... Dann wollen wir mal gucken, die Bauwerke der anderen mal betrachten. Genau. Guten Appetit übrigens. Ich höre, dass du schon wieder am Essen ja. Meine Freundin hat gut gekocht. Es gibt Chili con Carne. So. Ach ja, da war übrigens mal noch was ich dich fragen sollte, Kev. Und zwar habe ich vorhin nochmal mit meiner Besten hier wegen dem P&P-Thema nochmal gesprochen und ja. Die hat gefragt, ob ihr vielleicht an einem anderen Tag in der Woche Zeit hättet, dann könnte man das auch einfach verschieben. Ja, so. Wie wäre es am 6. nächste Woche Donnerstag? Nee, die Woche jetzt, solange ich noch Urlaub habe. Also die Woche war auf Mittwoch gar keine Chance bei dir. Ich habe nur Mittwoch Urlaub, ich muss dann durcharbeiten sonst. Ja, gut, okay, dann müssen wir es halt gänzlich. Also nächste Woche habe ich 4 Tage quasi frei. Da ja, aber ich da habe ich Spätschicht, da ja. Ist bei mir halt... Ja, alles gut. Ich habe Montag. Das war nur die Frage. Gut, da haben wir das schon geklärt. Ja, alles gut, dann machen wir es mal nach die Woche. Ich muss mal gucken, halt, wie ich muss meinen Dienstplan auch gucken. Ich kriege mal schon irgendwie, diskutieren wir da mal privat und nicht hier im Let's Play. So. Wollen wir erstmal pennen, weil im Dunkeln ist irgendwie scheiße. Weil Donnerstag, wie gesagt, muss ich bis 16:30 Uhr arbeiten, das wird schwierig. Vor allem, wenn ich Freitag nochmal früh raus muss. Wollen wir nochmal hier eine Runde verschlafen? Ja, das können wir gerne mal machen. Damit wir dann mal wieder. Weil ich habe gerade schon wieder Stäbchen vernommen. Von unseren mutierten Freunden. Oh. Es könnte demnächst auch was Neues auf meinem Kanal geben. Nein, keine Let's Plays. Mal was ganz anderes. Ich verlinke dich mal. Kochvideos ja. Mit deiner Freundin oder was? Lost Places. Oh, cool, ja. Würde ich auch gerne machen. Mach doch, komm mit. Ja, können wir machen, wenn du irgendwo was Legales hast. Meine Freundin hat mich gerade verlinkt auf was. Ich verlinke dich gleich mit runter. Solange es nicht irgendwas total illegales ist. Warte mal, kann man dich verlinken, auch wenn man nicht mit dir befreundet ist? Wo? Oh. Facebook? Ja. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz, weil deinen realen Namen sind die nicht im Blick. So, also ist das ein Freizeitpark, so ein verlassener, wo man da mal durchgucken kann. Also ich würde tatsächlich gerne mal eine ganz andere Sparte auf meinem Kanal anfangen. Okay. Mal so ein bisschen interessant. Also wie gesagt, Let's Plays, davon wirst du sowieso nicht reich. Aber mein Gott, ich will sowieso nicht, also reich werde ich sowieso nicht mit dem YouTube-Kanal, um Gottes Willen. Kanal ist nicht mal Dings mit Geld, Dingsbums. Hatte ich gehabt am Anfang, wo es dann noch in Ordnung war. Aber ich habe keine 1000 Abonnenten, deswegen ist es eh egal. Nein, aber mir geht's einfach, ich mache das ganze Ding hier sowieso nur aus Spaß und Erfreut. Ich auch. Also von daher ist mir das auch, wenn ich ehrlich bin, so herzlich egal. Klar, wenn es eine zusätzliche Einnahmequelle gibt, um Gottes Willen, bin ich gerne dabei, aber nee. Das Place ist, da muss ich mir irgendwie mal eine Kamera zulegen, eine vernünftige, das kann ich nicht mit dem Handy machen. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, der Verlass der Freizeitpark ist, glaube ich, gar nicht mal so uninteressant.
wenn du dich mal kurz durchhaltest. Das Ding ist auch legal das, übrigens. Also wir gehen keine ja, illegalen Punkte an. Das Ding ist halt, ich habe halt keinen Bock, mich wegen Geld und so mit YouTube und Twitch zu befassen, weil ich keinen Bock habe, mich dann mit den ganzen steuerlichen Kack und alles dann, das geht ja dann noch viel weiter und da habe ich dann keinen Bock drauf, mir da diesen Stress anzutun. Ja, also Twitch ist es, glaube ich, schlimmer. Ich weiß gar nicht, ob YouTube das anders sieht oder ob du YouTube tatsächlich mal... Das hängt, glaube ich, von den Einnahmen ab, die du generierst. Also Einnahmen habe ich, also was bist du das? Es sind 13 Cent oder sowas, glaube ich, habe ich bei mir irgendwie verdient. Ja, das ist, glaube ich, das ist nichts, aber es gibt ja Leute, die müssen dann sogar Kleingewerbe anmelden und so eine Scheiße. Ja, das ist auf Twitch, das ist die Affiliate auf Twitch. Die müssen Kleingewerbe anmelden, weil sie damit Einnahmequellen bekommen. In mehreren Euro-Beträgen. Die müssen auch Dings anmelden. Wenn sie Spenden bekommen. Ich sag mal so, wenn dann irgendwann eh diese ganze, ich glaube, in einem knappen Jahr dürfte es dann soweit sein, wenn dann diese ganze Artikel 13 Sache greift, da ist dann eh dann wahrscheinlich eh alles für den Arsch. Ja, ich habe Angst davor. Da dürfen wir uns dann eh alle ein neues Hobby suchen. Wenn ich ehrlich bin, ich möchte meinen YouTube-Kanal nicht aufgeben. Dafür ist er zu lange aktiv und dazu macht es auch viel zu Spaß. Ja, weil ich mache meine Let's Plays seit 2015, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, aber seit 2013 gibt es den Kanal hier, 2015 mache ich die Let's Plays. Ja, aber vielleicht hast du dann irgendwann gar keine Wahl. Vielleicht sagt dann irgendwann YouTube so Europa so, pff, viel Spaß, wir schalten euch ab. Und dann war's das. Wie wirst du? Ich weiß nicht, was weißt, ich meine. Weißt du, was ich meine? So, es gibt ja schon diese in ihrem Land ist das Video nicht verfügbar. Also, ja, warum, ich weiß, was du meinst. Ja, klar. Warum ich gefällt. Das ist wieder das Gute an The Forest zum Beispiel. Man kann nebenbei über verschiedene Dinge quatschen. Das kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt was Ghost Recon machst oder sowas, da will ich mich ja auf das Spiel konzentrieren, aber hier bei The Forest geht's eigentlich. Mhm. So. Ja, wir hatten vorhin auch schon mal so gesprochen über ein paar Spiele, was man denn so spielen auch noch so spielen könnte. Da habe ich halt auch gesagt, naja, man muss halt auch gucken, dass es halt auch eine Story hat, weil zum Beispiel sowas wie Star Wars Battlefront hat, glaube ich, da kann man, glaube ich, den Story-Modus nicht zu viel spielen. Oh, wir haben hier was Gebärendes. Hallo. Jörg. Okay, warte, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Die ist hier da, wo ich bin, am Tor. Ja, ja, ich sehe es. Ihr Dings campt schon mit ihr. Ja, Star Wars Battlefront. Habe ich beide Teile jetzt played, also den ersten habe ich keine Ahnung, 150 Folgen oder was war das? Ja, aber ich meine, ich glaube, der Story-Modus ging da gar nicht zu viert. Nur du kannst da nur halt so. Du kannst den Online-Modus. Rebellen gegen Dings spielen. Da. Ja, du kannst PvP spielen. Habe ich aber, wie gesagt, alles gemacht. Schon. Also oh. Von daher. Dead by Daylight fand ich auch eine Idee, ne? Dead by Daylight habe ich auch ein paar Folgen gemacht, würde ich mich aber tatsächlich mit anschließen, wenn wir nochmal wollt. Weil da kann man auch das durchaus mal jetzt spielen, ja. Da kannst du aber dann mit zum Beispiel. Baby. Oh. Da kannst du dann was? Survive with Friends. Weil dann kannst du in der Gruppe spielen, da brauchst du nicht mehr auf den Links zu spielen. Da kannst du mal die Killer durchprobieren und so. Mhm. Ich habe ja so meine... Ja, da wäre ich auch dabei. Ich habe ja auch dieses, wie gesagt, das Friday the 13th habe ich auch noch. Ja. Was du ja auch mal gespielt hast. Ja, habe ich auch nur ein paar Folgen gemacht. Aber das so ihr auch mit der 4-3-3-3 Frage, ne? Also Friday the 13th. Willst du, glaube ich, 8 Leute plus Killer spielen oder 7 Leute plus Killer? Ich war bis jetzt nur einmal der Killer, glaube ich. Ich war ein paar Mal der Killer. Ja. Und dann habe ich ja Essen hier und das Schnapp oder irgendwie einen Termin geschlüsselt. Ja, wollten wir einfach danach rumgefangen. Also von der. Ja, von der Todesarten. Alter. Von den Todesarten her tatsächlich ist. Ist tatsächlich Freitag der 13. Geiler als Dead by Daylight tatsächlich. Ja. Weil du hast einfach verschiedene. Also wie gesagt, wir können klar mit DBD müssen wir halt nochmal abklären und wenn wir da irgendwie Bock haben, dann könnten wir tatsächlich sogar noch eine Person zusätzlich reinholen, weil da kannst du ja zu 5 spielen, also quasi 4 plus Killer. Das wäre durch das Problem.
müsste ich zwar dann nochmal runterladen, aber wäre kein Problem. Ich hab's noch drauf. Ja, ich muss das so kurz runterschmeißen, weil ich keinen Speicherplatz mehr hatte. Okay, ich hab eine, kauf dir eine externe Festplatte, die so teuer sind die nicht. Ja, da war ich auch überlegen, wo ich mir das irgendwann hole. Ich habe eine 2 Terabyte Festplatte dran, zum Beispiel bei mir. Mhm. Deswegen. Was habe ich bezahlt? 30 Euro oder so? Letztendlich habe ich kein Problem damit, irgendwie Speicherplatz. Oh, ich höre schon wieder was. Ha? Wie viel Killer ihr wollt, dass ihr da Idee habt? Also so einige DLCs dazu. Bis auf die, ich habe die letzten habe ich nicht geholt. Aber ich spiele nur Michael oder Doktor. Ja, ich glaube, den Clown habe ich auch noch nicht. Ich habe am ehrlich zu sein nur DVD bis jetzt nur auf YouTube geguckt, noch nie selber gespielt. Ja, ich habe es beim Wertigen geguckt. Also habe ich jetzt gut. Du musst doch von den komischen Schweinen gejagt werden bei ZWD, Leute, ey. Ja, Amanda von Zoo. Ja, wenn du sie fallen da aus dem Kopf. Sie haben sehr viel geändert bei DBD, das muss man so mal anmerken. Also nicht immer was Gutes, weil jetzt haben sie nämlich, was auch die Community und so ein bisschen sich aufregt, drüber Ruin gepatcht. Hat er sich verändert. Und ich glaube, den Doktor haben sie verändert. Ich weiß nicht, wie der neue Spieler sich neu spielt. Ich kenne ihn halt wirklich, ich spiele ihn halt zum Abfacken. Gibt es jetzt über irgendwie so ein komisches Monster, was er sich schade machen kann? Gibt es jetzt irgendwie so ein komisches Monster, das sich auch wie ein Blutbänder zuschnappt? Ja, Demogorgon von Stranger Things. Ich glaub, kann mal jemand hinter mir zumachen? Ich bin hinter dir, ja. Irgendwo läuft was rum, oder drin oder draußen? Ne, ist draußen. Draußen sind die alle noch. Ich hab's gesehen. Die müssten alle um die Kirche herumwandern. Doch, hier oben. Ja, die laufen näher. Hier haben wir noch ein Ding, sind die. Wir haben außerdem, was wir noch nicht fertig haben, ist die Decke von dem oberen Geschoss. Wir brauchen ja irgendwie noch 400 paar zerquetschte Baumstämme. Fällt mir nur gerade mal so ein, irgendwie. Ich weiß noch, wo letztens Dings versucht hat, diese Rutsche zu bauen. Wie da die Baumstämmenzahl explodiert ist ins Unermessliche. Ja, hab's gesehen. 800 irgendwas hat man dann, glaube ich, zwischendurch. Oh. So, das ist aber eine Schwachstelle hier in unserem Camp hier. Was denn? Na, hier kannst du locker ein Monster rein und raus hier. Die Ecke. Oh. Bin hier gerade einfach rausgelaufen, sozusagen. Die laufen echt die ganze Zeit vor der Tür, ne? Ich höre sie die ganze Zeit schreien, die Alten. Mhm. Warte mal, wo kommen wir jetzt zu dem Kreuz? Ich finde es ein bisschen schade, dass die Dinger halt keinen Effekt haben. Also ich hätte mir halt gewünscht, irgendwie du baust die Kirche und das Ding. Oh, hier ist eine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich erinnere mich jetzt an den Killer mit der Kettensäge. Ja, Hillbilly oder hier, Bubba. Ich habe gerade mal ein bisschen einen auf Kev gemacht und hier mit der Kettensäge so einen Kannibalen abgeflacht. Das ist meine Folge. Die heißt, glaube ich, bei mir sogar Kettensägen-Massaker. Weil ich daneben stand und das gesagt habe. Ich versuche halt so viel wie möglich, was passiert so. Ich glaube, die letzte Folge, die jetzt rausgekommen ist, also die vorletzte quasi, nach der vor der hier, die heißt, glaube ich, irgendwie auch mit dem Vervielfältungsglitch oder so. Mhm. Oder Waffenglitch oder irgendwie sowas. Ja, das habe ich als kleine Extra-Clip gebracht bei mir. Ja. So, Momente.